Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier tatsächlich in dieser unteren Ebene angekommen, in der Antarktis-Area, sag ich einfach mal. Und wir können jetzt tatsächlich da oben weiterwachen. Ja, Fred, bin ich doch jetzt mal gespannt, was da auf uns wartet. Ich möchte mir gerne... Im Inventar passt soweit. Ich möchte gerne gucken, was da los ist, aber erstmal tatsächlich... Ja, waren wir beim letzten Mal, haben den Strom eingeschaltet und da bin ich mal gespannt, was da oben jetzt ist. Ja. Und ja, da geht's einfach mal weiter hier. Genau, hier war ja alles eingefroren irgendwie, da liegt noch ein blaues Kraut. Das werde ich nicht brauchen. Guckt mal, ich finde das cool, wie Chris so, ja, das Eis ausatmet. Finde ich richtig cool. So, Freunde. Ja, neue Aufnahmesession, neues Glück, sage ich jetzt einfach mal. Und dann gucken wir doch jetzt mal, was hier in der Richtung war. Ja. Es ist sehr ruhig. Aha. Das ist auf jeden Fall eine fette Tür. Was gibt's hier jetzt noch? Es sieht irgendwie komisch aus hier, finde ich. Also die Wände irgendwie so als Himmel angemalt. Es soll wohl aussehen, als ob sie hier irgendwie draußen sind. Oh Gott, ach, du kannst ins Wasser. Da liegt hier bestimmt irgendwas versteckt, oder? Wenn du ins Wasser kannst. Oder? Liegt hier nichts versteckt? Doch. Ha, seht ihr das? Ein Flügel. Was hast du denn damit auf sich? Liegt hier auf der anderen Seite auch noch einer oder was? Ein Flügel. Aha. Okay. Was ist das? Das sind einfach so Springtiere hier. Interessant, Freunde. Interessant. Kannst du hier rein? Nee. Okay. Kannst du hier auch rein? Hier kannst du auch rein? Okay. Wir haben einen Flügel gefunden. Sehr mysteriös. Schauen wir uns den mal an. Ein Flügel. Scheint ein Libellenflügel zu sein. Er könnte ein Teil einer Figur sein. Okay. Wir müssen die Bälle zusammenbauen, Freunde. Das legt uns doch gerade nahe, dass hier Alfred irgendwo rumtanzt. Ne? Ach, und guck mal da, da ist ein grünes Kraut. Nicht übersehen hier tatsächlich. Ja, dankeschön. So, und dann guck... Da lag doch eins. Aber, gucken wir erstmal hier rein. Was das hier ist, diese Tür. Nee! Guckt mal, wie geil. Ey, Leute. Das ist doch jetzt nicht wahr. Erinnert euch an Resident Evil 1? Das ist die Haupthalle davon. Zumindest, nicht ganz, aber zumindest... Ach, wie cool. Wie geil, Freunde. Resident Evil 1, ja, die große Haupthalle, wo alles angefangen hat. Gut, stimmt. Wir haben ja was gelesen, ne? Dass da irgendwie so eine Nachbildung erstellt wurde. Ja, krass. Ach, das, ach, da freue ich mich drauf. Das wird richtig cool, Freunde. Geil. Aber sammeln wir erstmal nochmal das Kraut da hinten. Nicht übersehen. Nicht übersehen, Freunde. Die guten Items hier, die brauchen wir nämlich, die Heilung. Und wieder ins Herrenhaus. Ach, wie geil. Das Herrenhaus ist wieder da. Ach, herrlich. Da werden kommen Gefühle hoch. Okay. Gucken wir uns mal hier in der Haupthalle um. Ach, wie cool. Das ist das. Das feiere ich gerade. Okay, wir können hier. Was ist das? Da ist so ein grünes Zeug irgendwie. Ach du Scheiße! Es ist Claire! Wir haben sie gefunden! Sie hängt bewusstlos in meinem Kokon. Ich brauche einfach zum Aufschneiden.
Leute, das ist Claire. Alles klar. Wir haben Claire gefunden. Sie hängt hier in der Haupthalle fest. Dann gehe ich jetzt so schnell wie möglich zurück, hole ein Messer und befreie sie. Was soll denn das? Meine Güte. Hängt da auf einmal Claire rum in irgendeinem grünen Gestrüpp hier. Nee, Freunde. Was macht ihr denn mit der guten Frau? Mann. Ah ja, gut. Okay. Dann gehen wir einmal hier rein, bitte. So. Und dann würde ich auch sagen, dass wir mal die Heilung ablegen. Mein Gott, wir haben Claire gefunden. Ist das krass, Freunde. Wir haben Claire gefunden. So. Diesen Flügel legen wir mal ab. Das ist ein Story-Item, also muss es nach unten. Diese Heilung legen wir ab. Ich bin halt in der Hoffnung, dass wir ein rotes finden. Also passt das. Messer mitnehmen, stimmt. Messer mitnehmen, Freunde. Oh, wie krass. Wir haben Claire endlich gefunden. Ja, sie hängt da im Herrenhaus. Direkt zu Claire. Bum, 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 bum. Ach, ich liebe diese Bucke hier, ey. Aber wie krass, ja. Jetzt geht's storymäßig weiter. Oh Gott, ich bin gespannt jetzt. Was jetzt hier abgehen wird. Schlüpfen wir dann wieder in Claires Rolle? Das wäre ja ganz angenehm für den Granatenwerfer, ne? Weil sie hat ja noch den Granatenwerfer und alles. Und sie hat vor allem den Dietrich. So. Claire, können wir dich noch retten? Du bist nur bewusstlos, oder? Ab ins Herrenhaus hier. So, und direkt zu Claire. Komm, Chris, lauf. Du hast deine Schwester gefunden hier. So, und... Hä? Hä? Ah, da ist Claire. Ja. Noch etwas zum Ausschneiden. Aber Chris, du hast doch ein Messer. Benutzen. Genau, benutzen. Und Cutscene. Cool. Steve. Who's Steve? He's a boy who escaped from that island with me. But then a monster attacked us and we got separated. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. Claire? What's wrong? I think I've been poisoned. Just hold on. I'll be right back. Okay. Claire ist vergiftet. Sie braucht ein Serum. Wie bei Dings, ey. Wie im ersten Teil. Ja, Freunde, wir haben Claire. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Zeit geht. Gehen wir aber hier rein. Tür ist abgeschlossen. Aus dem Schlüssel ist ein Biohazard-Zeichen. Okay. Ja, Freunde, wir haben Claire gefunden. Ey, aber sie hat recht, ne? Wo ist eigentlich Steve? Stimmt, die wurden ja getrennt beim in der Szene. Die hat sie gehangen, ey, krass. Ja, wir müssen Claire helfen. Wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen ein Serum. Ach, das ist sogar original nachgebaut. Wie cool, ey. Was ist hier? Ein Gemälde von Zwillingen und ihrem Vater. Drei seltsame Löcher am Finger des Jungen, am Ohr des Mannes und an der Brust des Mädchens. Okay, also ein Rätsel. Beziehungsweise wir müssen hier Items aufsammeln. Die Tür ist ab... Warum schließt ihr denn alles? Ach, wie cool, ey. Das gute alte Herrenhaus. Herrlich, Freunde. Ach, und das war's schon. Das war's schon. Ach, schade. Dann ist es doch nicht so groß.
Warum gehst du wieder hoch? Das wollte ich gar nicht. Aber krass, ich find's ja gut, dass wir hier zumindest so ein Easter Egg haben mit dem Herrenhaus. Dass sie hier was nachgebaut haben. Das finde ich sehr cool. Auch wenn es nicht so groß ist, aber ist schon okay. Gut, Claire, du musst leider auf uns warten. Wir hatten da ja noch eine Tür. Dann gehen wir da doch jetzt erstmal hin. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein Serum für dich finden. Ja, meine Güte. Sie ist vergiftet. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht auf Zeit geht, weil sonst haben wir schon verkackt. Oder müssen wir ihr einfach ein blaues Kraut geben? Aber das glaube ich jetzt nicht. Können wir jetzt hier rein? Tür ist abgeschlossen. Hä? Aber wir haben doch den Strom hier... Haben wir den Strom nicht eingeschaltet? Hä? Wir hatten doch bei letztem Mal den Strom angemacht, oder? Hier. Das ist eine Anlage für den Stromanschluss. Die Schalttafel... Ach! Das hier haben wir beim letzten Mal noch vergessen. Die Schalttafel für diese Etage. Okay, dann haben wir jetzt quasi jetzt erst den Strom eingeschaltet. Guckt mal. Gut. Die Tür da ist aber immer noch zu. Bam, 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 bam. Aber wir können da hinten rein. Ach, und guck mal da, was da noch rumliegt. Ja, mitnehmen, Chris. Sofort mitnehmen. 44 Schrotschuss. Schon nicht schlecht, ja. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ein Serum? Müssen wir vielleicht das blaue Kraut mit an Claire geben? Nein, lass mal. Ich möchte gerne da hinten in die Tür rein, Leute. So. Ja, krass, da mussten wir dann nochmal draufdrücken. Ja, das ist natürlich dann klar, ne? Ach du Heilige! Oh, ist das hell! Oh, was ist denn hier los? Oh, ist das hell! Leute, Leute. Ich sehe gar nichts, wo ich hinrenne hier. Aber wir können hier rein, cool. So, was haben wir hier? Oh, wie geil! Kennt ihr dieses Zimmer? Ja, alte Resident Evil Haupthalle. Direkt rechts in der Tür, da ist dieser Raum, wo wir die Leiter hin und her geschoben haben, wo da oben die Karte drin war. Ach, wie cool. Ja, dann gucken wir uns hier mal um. Das Bild macht einen düsteren Eindruck. Nichts Auffälliges. Das ist definitiv der Raum. Ein schönes Ölgemälde. Und hier hinter ist die Haupthalle. Aber die ist abgeschlossen. Biohazard-Zeichen. Ja, seht ihr? Das ist tatsächlich die Haupthalle hier hinter. Nichts Auffälliges. Ah, guckt mal. Der Fußboden ist beschädigt. Ah, so könnten wir die Statue gleich dahin schieben. Ach, ist das geil. Das ist gerade nostalgisch irgendwie. 51 Schrotschuss. Pff, ja, ich meine, warum nicht, ne? Die haben wir ja gespart ohne Ende. Und es sieht gar nicht mal mehr so schlecht aus, muss ich sagen. So, Christian, schieb mal die Statue da hinten hin. Und dann nehmen wir uns mal die Karte auf. Wie cool. Hier müssen wir tatsächlich auch was rumschieben. Oh, ist das geil. Geiles Feeling, Freunde. Aber geiles Feeling. So, dann schieb mal schneller. Ich weiß, das Ding ist schwer, aber... Und das Ding müsste jetzt kaputt gehen, oder? Bin ich doof? Ah ja, okay. Sehr schön. Kratsch. Okay. Die Terminalkarte. Terminalkarte erhalten. Okay. Da ist noch ein Aufzug, oder was? Hui. Okay, B4. Haben wir was Neues? Jetzt haben wir die auch nochmal, die Karte. Aber da brauchen wir nicht mehr. B2. Ist auch noch so ein Bereich, ne? Aber gut. Kriegen wir alles noch. Das Bild einer rundlichen Frau. Das sagt so das gleiche wie Jill damals. Oh, wie cool. Ist das geil. Aber das hier ist neu. Und das ist direkt schon ein bisschen bedrohlicher hier. Sieht nach einem Schutzanzug aus. Ist da irgendwas drin? Oder können wir die mitnehmen? Nee. Elektrische Tür. Was haben wir hier noch? Oh, guck mal!
Der Tiger. Juwel nehmen. Erinnert ihr euch an den Tiger, Freunde, aus Resident Evil 1? Der dreht sich auch. Ach, wie geil. Es funktioniert elektrisch. Den Aufsatz nehmen. Die Statue eines Tigers. Ein Juwel fehlt. Ja, dann setz das mal wieder ein. Ach, wie cool. Der Tiger gab es auch in Resident Evil 1. Wartet mal, jetzt ist hier gerade meine Katze irgendwie. So, Chris, dann nimm bitte das rote Juwel raus. Wie geil, Leute. Rotes Juwel gefunden. Dann dreh dich, Tiger. Ah, sehr schön. Magnum-Patrone, aber immer noch kein, ja, Serum. Ist das cool, jetzt haben sie sogar selbst den Tiger wieder... Ach, wie geil. Jetzt haben sie sogar den Tiger wieder kopiert. Oh, ist das cool. So. Aber hier poltert gerade irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. So, dann gehen wir mal hier rein. Und diese Wuschtür. Ach, ist das cool gerade. Das hat gerade so Resident Evil 1 Flair hier. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Aha. Komischer Aufzug. Komischer Aufzug hier, ey. Was ist das? Wo sind wir denn jetzt gelandet? B6? Alter, wie viele Stockwerke hat denn dieses Teil? Worauf zielst du? Was? Ihh! Boah, was ist das denn? Oh, ist das ekelhaft. Ja gut, dann... Wir können aus zwei Richtungen... Bäh! Was ist das? Boah, ist das ekelhaft. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier einen Flügel. Ja, ein Flügel nochmal. Boah, ist das widerlich hier. Boah, was ist das? Das sind viele Viecher. Und wir haben nochmal Kräuter. Dankeschön, das ist sehr nett von euch. Dann sind wir auch voll itemmäßig. Ich habe doch gar nicht geprüft. Was ist denn das hier? Prüfen. Ein Aufs... Ah, für die... Okay. Es hat eine achteckige Höhlung. Es hat einen viereckigen Bolzen. Okay. Das müssen wir dann tatsächlich mit der Kurbel kombinieren. Alles klar. Machen wir beim nächsten... Machen wir, wenn wir wieder dahin kommen. Aber wir müssen erstmal Claire helfen. Okay. Was ist das hier wieder für eine Türspannung? Ja, mach hin, komm. Bau nicht so eine Spannung, aber ich bin schon angespannt genug hier. Ja, noch langsamer. Mir ist doch gar nichts. Ein Raum. Oh Gott, das sieht irgendwie... Was ist das? Was ist das für ein... Ach da, guck mal, da ist eine Videokamera irgendwas. Da liegt eine Notiz drauf. Oh Gott, Virusforschungsbericht. Die Arbeit am T-Veronica-Virus, sagt du Heilige. Den ich mit den ich der Ameisenkönigin entnommen habe, geht weiter. Je mehr ich ihn erforsche, desto beeindruckter bin ich von seinen Möglichkeiten. Ich habe mir den Virus endlich selbst injiziert und herausgefunden, wie ich seine Macht benutzen kann. Ich werde den Fehler vermeiden, den ich bei meinem Vater gemacht habe. Alfred, oder was? Ich werde die Aktivität des Virus durch extrem niedrige Temperaturen verlangsamen. Ah, okay, deswegen dampft hier auch alles. Sodass meine Zellen sich ganz langsam verändern. Ja, deswegen sieht er auch noch aus wie ein Mensch, ne?
Meinen Berechnungen zufolge wird es 15 Jahre dauern, bis mein Körper resistent wird und in der Lage ist, mit dem Virus zu koexistieren. Bis dahin habe ich keine andere Wahl, als mich ganz auf die Kapsel zu verlassen, in der ich mich befinden werde. Sowie auf diese unfähige, aber loyale Kriegerameise von einem Bruder. Für uneingeschränkte Macht muss ich eben auch ein Risiko eingehen. Wenn ich erwache, werde ich die Königin sein. Ah ne, Alexia ist das, oder was? Und meine Kinder werden den T-Veronica-Virus in die ganze Welt tragen. Ja, super. Jedes einzelne Wesen auf der Erde wird nur noch existieren, um mir zu dienen. Dann endlich wird die ganze Welt das perfekte Ökosystem erreicht haben, genau wie ein normaler Ameisenhügel, nur in wesentlich größerem Maßstab. Alexia Ashford. Ach Leute, jetzt erinnere ich mich gerade irgendwie an Parasite Eve. Da haben sie auch mit Viren rumgeforscht und das wollten das in die ganze Welt tragen, dass sich alles verändert. Warum denn immer die Weltherrschaft? Warum? Warum? So, was ist hier? Oh Gott. Das ist ausgebrochen auf jeden Fall. Ah ja, stimmt, hier war ja Alexia, ne? Wo wir die Cutscene gesehen haben. Diese komische Nackt-Cutscene. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Hier steht etwas geschrieben. Als Zwillinge sind Alexia und ich wie zwei Seiten einer Münze Licht und Schatten. Unter dem Namen Alexia ist ein Muster. Hä? Hä? Da sind Tasten mit Zeichen drauf. Hä? Keine Reaktion. Ach, das ist ein Rätsel. Okay, das ist ein Rätsel. Ich verstehe. Ah, wartet mal. Erinnert ihr euch an diesen Würfel, den wir da gekriegt haben? Im Büro, also in dem Speicherraum in der Antarktis? Um Himmels Willen, wenn wir das nicht geholt hätten, das wäre übel geworden. Ich meine, das sind auch diese Zeichen drauf, ne? Jetzt wissen wir auch, wofür wir diesen Würfel brauchen. Höchst interessant. Aber da war ja noch eine Seite und die gucken wir uns jetzt an noch. Bevor wir da... Aua! Ich hoffe, das macht uns keinen Schaden. Aua! 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 Oh, ihr ekelhaften Biester. So, da liegt auf jeden Fall nochmal ein Kraut und das kann ich nicht mitnehmen, ne? Nein, nicht benutzen. Dann misch die bitte zusammen, Kombi. Da. Okay. Dann nimm das Grüne noch mit. Dann gucken wir uns mal da noch um. Mal gucken, was wir hier haben noch. Spannend, diese Folge. Viel neues Zeug hier auf jeden Fall. Aber das Beste finde ich das Herrenhaus 2.0. Das sind normale Zombies. Alles klar, das sind normale Zombies. Dann schießt er drauf da. Oh Gott, nein! Das sind zwei! Habe ich gerade zwei auf einmal mit der Pistole getroffen? Das war ja cool. Das Porträt einer hübschen Dame. Die Herrin der Familie Ashford, Veronica. Ja, deswegen auch Code Veronica, ich verstehe. Noch mehr Kräuter. Voll. Keine Items mehr nehmen. Nein. Dann mach bitte eine Vollheilung. Kombi. Kräuter mischen. Alles klar, dann bitte das Grüne, nicht das Blaue. Ja, dankeschön. Dann haben wir da ein Dokument, aber ich würde sagen, das lesen wir beim nächsten Mal. Eine alte Petroleumlampe. Es ist noch etwas Petroleum drin. Ah, Feuerzeug. Haben wir jetzt natürlich nicht, ne? So, aber... Ah, nein, nicht das Blaue. Das Blaue, Blau. Das brauche ich eh nicht. Ah, benutzt. Brauche ich eh nicht. So, hier liegt noch ein Zombie drin. Kannst mich nicht verarschen hier.
Ah, da ist so. Ja, ja, klar, natürlich. Natürlich. Dann matsch den Kopf kaputt und hier schieß. Schieß. Schieß! Okay. Da kommt der nächste. Um Himmels Willen, die Folge ist voll. Dann machen wir nochmal die Zombies hier kaputt, schnell. Aber noch ein bisschen Action, das ist auch nicht schlecht. Bleib liegen. Ach, und er hält sich. Ja, toll. Dann können wir direkt die Heilung nehmen. So. Gut, liebe Leute. Wie es hier weitergeht, sind wir dann beim nächsten Mal. Ich weiß, das ist ein gemeiner Cliffhanger. Aber es ist leider so. Wir wissen... Ist das ein anderes Bild? Ne, ist das gleiche. Wir wissen leider hier schlussmachend. geht gar nicht anders. Und was hier in dem Dokument steht und was in dem Zombie-Raum da drin ist, sehen wir beim nächsten Mal. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.